Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Wir sind noch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind noch im Sägewerk. Wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja diese Seite des Sägewerks untersucht. Wir müssten doch eigentlich mit dem Auto dort rüberfahren können. Seh. Ja, klasse. Da rast du gleich wieder los wie ein Irrer. Doch, hier vorne müssen wir doch in die andere Seite des Sägewerks kommen. Da oben ist noch eine Hütte. Wir fahren mal hier oben lang. Ja, ja, müsste es dahinter gehen. Ja, hier scheint aber bloß nichts weiter zu sein, oder? Sieht nicht danach aus. Waren denn hier nicht noch andere Hütten, die wir durchsuchen konnten? Also, das sieht man jetzt ein bisschen mager hier aus. Na, wir schauen mal. Hier sind die Hütten. Und davon ist der Bär. Und davon ist der Bär. Habe ich geladen. 11 Schuss, nochmal nachladen. Und er hat ihn schon erlegt. Ich habe mich auf Schlimmeres gefasst gemacht. Dass du wie immer in dem Spiel hier drei Magazine brauchst, ehe du so einen Bär umliedest. Aber es hat heute geklappt. Oh, was ist denn mit dem? Ach so, gut, das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Habt ihr das gesehen? Kann ich den schnappen? Kann ich den hochheben? Wieso kann ich ihn den nicht mitnehmen? Es war doch bis jetzt immer, dass ich den mitnehmen konnte, dass ich den irgendwo hintragen konnte. Mhm. Da muss er eben hier verrotten. Da muss er hier verrotten. Ich kann den jetzt nicht mitnehmen. Ah, hier ist das eklige Zeug drin, ne? Alles klar. Ein Auerstock, noch ein paar Büchsen finden wir hier. Können wir den mit dem Flammenwerfer zerlegen, das Ding? Ich glaube es nämlich nicht.
Oh ja, es brennt, ist es weg. Guckt an. Aber die Überreste hier können wir nicht wegschmelzen. Schade. Also das Vieh haben wir schon mal weggeschmolzen hier. Gut. Was haben wir hier noch? Eine Säge. Und Schrott nehmen wir natürlich alles mit. Die Kiste brauchen wir nicht. Kaffeemaschine kriegen wir nicht. Den Kocher nehmen wir auch noch mit. Egal. Oh ja, ein Sägeblatt für die Flex. So, war hier denn noch was? Ja, ringsrum werden wir nichts finden. Ich glaube, ich muss die Flasche wechseln. Hat null drin. Jetzt hat er 60 Liter wieder drin, alles klar. Nicht, dass ich hier in die nächste Hütte gehen will, einen Flammenwerfer anschmeißen. Und das wäre ihr Preis gewesen. Und dann haben sie mich platt gemacht. Das kann man nicht verantworten. Ach, die Flamme geht nicht dadurch, alles klar. Kommen wir denn hier von oben rein irgendwie? Sieht auch wieder nicht so aus. Müssen wir aufpassen, nicht dass wir uns jetzt hier, wenn wir hier runterspringen, uns die Hufe brellen. Und dann kommt der Bär. Haben wir dann aber wieder die ganz bekannte A-Karte gezogen. So gut, wir klettern mal wieder hier runter. Suchen wir uns mal einen Eingang. Ist hier irgendwas drin? Öffnen? Nee. Kein Rucksack. Oh, jetzt hat es das Fass zerlegt. Das musste bald sein. Da passiert gar nichts. Hier kann man nicht hochklettern, nee. Aber da hinten sind noch schöne Fässer. Wollen wir da mal reinschießen? Passiert gar nichts. Da ist nichts drin. Alles klar. Nehmen wir mal unseren Flammenwerfer wieder in der Hand. Also ich habe schon wieder einen ganzen Liter habe ich schon vermehrt. Ist aber auch komisch. Hier kommen wir nicht durch, oder? Wir müssen doch hier irgendwo reinkommen. Hä? Kein Eingang. Hier durchs Fenster kommen wir auch nicht durch. Irgendwie reinkommen in die Hütte. Und hier drinnen turnst du da rum wie die Blöden. Da schauen wir doch mal. Wir nehmen uns jetzt mal hier die Axt. Wo habe ich denn die? Die habe ich auf der 2. Geht aber auch nichts. Können wir auch nichts zerlegen hier. Können wir hier die Tür zerlegen? Ah, nett. Wir müssen doch hier irgendwie reinkommen. Ah, hier. Alles klar. Das Fenster können wir zerlegen, wie es aussieht.
mal schauen. Das haben wir so aber ganz schön gegrillt hier drin. Ne? Kommen wir hier rein. Ich meine, die Knie. Wir müssen doch hier reinkommen. Es gibt. Da ist noch einer. Komm runter, mein Freund. Ich heiz dir auch noch ein bisschen ein. Komm. Da dort ist noch eine Kettensäge, oder was liegt denn da rum? Jetzt müssten wir doch hier durchkommen. Das gibt's ja gar nicht. Oder? Wieso kommen wir jetzt hier nicht rein? Das ist ja auch was ganz was Neues, oder? Dass wir hier nicht hineinkommen. Können wir, hier drüben meine Kiste holen, oder? Können wir die tragen, die Kisten? Die können wir auch nicht tragen. Quatsch! Irgendwas brauchen wir, um hier reinklettern zu können. So ein Fass. Das können wir nehmen. F, das nehmen wir jetzt. Alles klar. Das stellen wir uns jetzt hierher. So, wir haben jetzt hier. Jetzt. Und jetzt müssen wir in die Knie gehen. Und da sind wir jetzt drin. Alles klar. Also, Fass vor das Fenster stellen. So, wir nehmen jetzt auch mal die MP in der Hand. Nachladen. So sehr viel haben wir nicht mehr. Was haben wir denn noch von der Waffe dabei? Gar nichts weiter, oder? Den Sniper wollten wir ja eigentlich mitnehmen. Also. Wieso sind die beide leer? Die waren doch beide voll. Wollen die uns jetzt hier veralbern oder was? Ich habe die beide voll gemacht und jetzt sind sie leer. Nehmen wir mal unseren Flammenwerfer in der Hand. So, was hast du drin? Eine Kippe und ein paar Tabletten. Gut. Da haben wir doch hier hinten die auch noch. Na, hier muss doch auch eine liegen, genau. So, was hast du drin? Streichhölzer. Nehmen wir natürlich mal ganz geschwind mit. Der hier, oh, der hat auch einen Haufen. Der hat Munition drin. Gut. Da können wir eigentlich F drücken, da haben wir doch alles. Ja, Kollege, was hat der drin? Da drücken wir AF, nehmen wir alles mit. Und der Kollege in hier? Gar nichts. Gut. Die erste Ketten sehe ich. Die nehmen wir natürlich mal mit. Und hier haben wir eine Kiste. F, können wir die jetzt raustragen? Ich hoffe es mal, dass wir die durchs Fenster durchkriegen hier. Oh ja, sieht so gut aus. Sieht gut aus, die kann man hier rausstellen. Gut. Perfekt, kann man die noch mitnehmen. So, jetzt machen wir uns aber erstmal ein bisschen Licht an hier. Ne, wir nehmen unseren Flammenwerfer in der Hand. Hier war ja nichts weiter. Einen Helm, den nehmen wir auch noch mit. Edelschrott, gibt das her hier. Den Schlauch kann man nicht mitnehmen. Den Stuhl brauchen wir nicht. Ja, mehr ist ja nicht. Starthilfekabel. Ne? Wir haben zwar schon zwei davon, aber das nehmen wir noch mit. Man weiß nie, wie man das gebrauchen kann. Farbdose. Was haben wir denn hier drin? Munition. Sieht doch gut aus. Ah ja. Sind wir wohl schon wieder voll? Tatsächlich. Jetzt muss ich erstmal raus.
Jetzt gehen wir erstmal raus. Hier ist nämlich noch eine Kiste, die kann man gleich mitnehmen. Noch so eine schöne Kommode. Und ich würde nämlich sagen, da holen wir uns nämlich gleich mal das Auto hierher. Und stellen hier erstmal die Kommoden hier übereinander. Na, erstmal die Knie, in die Knie sollst du gehen. Das kann man wohl nicht raus, oder was? Doch, oder? Was hält denn das jetzt? Wie kann ich denn jetzt hier rauskommen? Habe ich hier irgendwas, was ich hier vorschleppen kann? Nee. Den Tisch kann ich nicht mitnehmen. Auch etwas, wo ich raussteigen kann. Normalerweise müsste das doch gehen, oder? Naja, gut, normalerweise in dem Spiel ist nichts normal, muss ich wirklich sagen. Sorry, wir schalten mal das Licht aus. Da gehen wir jetzt. Gut, alles klar. So, hier drüben ist noch ein Pass. Was habe ich denn jetzt an Munition? Ja, wir haben auf alle Fälle ein paar Schuss gefunden. Jetzt haben wir wieder 12 Schuss drin. Alles klar. Jetzt holen wir uns mal unsere Karre hier, ja? Wo habe ich denn die stehen? Hä? Wo habe ich denn jetzt das Auto stehen? Oder hier? Da steht er hier vorne, oder? Ist mein Auto abgestellt. Leute, da ist es. Gut, da können wir doch wieder über die Hügel hier fahren. Hier über den Berg fahren. Alles klar, da kommen wir auf der anderen Seite runter. Hier ist ja nichts weiter. Wieso hat er das Licht an? Einsteigen, komm. Live. Das Licht. Licht aus, komm. Nicht, dass der Batterie runter geht. Das wär's dann noch. Halt! Hier sind wir doch nicht richtig, oder? Hier sind wir nicht richtig. Halt, wir kommen auch nicht runter. Also fahren wir gleich mal wieder rückwärts runter. Wird das Beste sein. Da fahren wir doch am besten. Muss der immer so rasen? Nee, hier kommen wir doch zu der alten Hütte. Da wollen wir doch gar nicht hin. Hier müssen wir doch, glaube ich, hoch, oder? Nee, jetzt war doch hier, war doch aber irgendwo ein Übergang. Steig erstmal aus. Komm, guck dir den Spaß erstmal an. Hier drüben ist der Übergang, wo wir runterfahren können. Wie sieht es aus, wenn wir hier runterfahren? Na, das sieht nicht so berauschend aus. Ne, ne, das lassen wir lieber sein. Wir haben bloß das eine Auto. Da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Alles klar, komm, einsteigen. Reif. Und rückwärts wieder. Halt, hier müssen wir doch runter. Mal schauen. Natürlich kommen wir hier runter, alles klar. Gut. Habe ich vorhin nicht richtig geschaut. Greif F hier rein.
Jetzt sind wir doch wieder hier, wo wir schon waren, oder? Hä? Da bin ich ja wie total... total verfahren, oder was? Nee, kann ja nicht sein, oder? Rückspiegel wollte ich jetzt nicht schauen. Hier vorne müssen wir lang. Alles klar. Gut. Das ist, wenn man... man kann ja auch nicht den ganzen Mist hier rumtragen. Das geht ja nicht. Ach, könnte der mal immer ein bisschen langsamer fahren? Also das hat er beschissen. Schon von erst... von jeher. Sorry, wenn ich sage, wenn ich das so aus, so deutlich ausspreche. Das hat er wirklich beschissen gemacht. Das alte Form. Er rast immer gleich los wie ein Formel 1 Bolide. Hier lang müssen wir. Genau hier hinter müssen wir da. Das sind unsere Hütte, wo wir jetzt gerade die Schränke rausgestellt haben. Abstellen. Motor aus, aussteigen. Ist er schon mal der Bär da? Oder ist der nächste? Ist ja eine ganze Bärenfamilie oder was? Das ist meine Munition, alle. Das haut er aber ab. Gut. Wir haben den zwar nicht getroffen, aber er haut ab. Ja, 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 hoffentlich kommt er nicht wieder. Meine Munition ist alle. Ist er. Jetzt kann ich mir die Schränke gar nicht mitnehmen hier, oder? Doch jetzt, F. Bleib ja da, wo du bist, mein Freund. Da kommen wir ja nicht runter. Mach nicht so einen Scheiß. Auf die Klappe, komm. Mach die Klappe. In unserer Flasche sind jetzt aber wieder die 14 Liter drin. Alles klar. Mal sehen, ob wir die alle beide hier drauf kriegen, die beiden Schränke. Wir werden erstmal sehen, dass wir den einen jetzt hier drauf hieven. So. F. Drehen. Und den setzen wir dorthin. Kriegt man da den anderen auch noch drauf? Nee, sieht nicht so aus. Den kriegt man nicht drauf. Die nehmen wir erst mal. Die stellen wir uns erstmal hier. Wo ist denn du die hin? Hebst du die jetzt auf? Freund. Wenn ich den jetzt die hier sich auf den Rücksitz stellen. Müsste doch normalerweise müsste das doch gehen. Oder? Aber das geht hier in diesen Spielen nicht. Und auf hier hinstellen, die Seite aufmachen, auf dem Beifahrersitz. Geht offensichtlich auch nicht. Also ein Quatsch, ehrlich. Naja gut, können wir es nicht ändern. Ach ja, da stelle ich dich erstmal hierher. Und dann können die selbst das Ding hier herstellen und nicht hinschmeißen. So, und jetzt kann ich ja erstmal hier füllen. Transfergas. Müsste ich ja beide Flaschen voll machen können. Dann müsste ich dann auch was gegen den Bär noch unternehmen können. Müsste bei 8, noch was Liter Schluss sein, wenn er 14 Liter drin hatte. Alles klar. Wieder wegnehmen. Wie kriege ich denn das Ding jetzt weg? Hm.
Das ist doch ein Gemäre hier. Was ist denn das? Eine Lügen? Ein Blatt oder was? Doch, bleib doch nur mal stehen, du blödes Ding. Komm, jetzt stell dich mal hin. Ich will die nächste Flasche auch noch mal machen. Schön hinstellen. Ja, alles klar. Gut. Wir haben noch eine Flasche. Transfergas. Gut. E, pick up bottle. F, die heben wir jetzt auf, genau. Und die stellen wir jetzt hier oben hin. Hier drüben kann ich, die stellen wir hier noch hin. So, jetzt versuchen wir mal noch den anderen Schrank zu holen. Der, wo ist denn der? Hier drüben. Und da oben sitzt der Bär. Mit und sehen, ob das Ding wenigstens offen auf dem Wagen stehen bleibt. Weil wir setzen die erstmal hier hin. Ja, jetzt nehmen wir das noch mal auf und versuchen die mal zu drehen, dass wir die so reinkriegen. F, so gut. Eigentlich müssten wir dann jetzt. So. Wieso dreht das sich jetzt nochmal? Was soll denn der Quatsch? So ein Kuckuck, ehrlich. Und jetzt stellen wir die hier hinten drauf. Normalerweise müsste sie ja stehen bleiben. Ich hoffe es mal. Gut. Ich hoffe, dass es stehen bleibt. Das können wir den ganzen Quatsch nehmen, was wir hier reinräumen. Zumindest hier was. Wir wollen ja noch mal rein. Wir wollen ja noch mal in der Hütte gucken, ob wir noch was finden. Und wir haben noch ein anderes Gebäude, wo wir dann mal reingucken wollen. Soweit, so gut. Alles klar. Die nächste Schublade machen wir auch noch auf. Wie sieht es aus mit dem Hunger? Da essen wir mal den Apfel. So, ich habe gar kein so gutes Gefühl, wenn der Bär hier unten rumstreicht. So, die Cranberries oder was das sind, die essen wir auch noch. Oder ob das Weinbären sind, keine Ahnung. So, die hier rein, die Munition, die behalten wir. Nee, das ist denn das für welche? Das ist das Jagdgewehr. Die Waffe haben wir auch nicht dabei. Wir sind wieder losgezogen wie die Friseure, ohne richtig Waffen einzustecken. Passiert man nicht nochmal, sage ich euch. So, hier haben wir noch 2x6 Liter. Ein Gasmaskenfilter haben wir noch. So, und jetzt klettern wir hier noch einmal rein. Können wir jetzt den Bär mit dem Feuer, mit dem Flammenwerfer wegmachen. Oh ja, den hat's weggebonert, gut. Den hat's aufgestellt, hat er sich. Eine große Gusche gehabt. Und jetzt hat's den Eimer will ich nämlich ja noch. Jetzt hat's ist das Feuerholz. Ist das alles Feuerholz? Das nehmen wir alles mit. Können wir zur Not gebrauchen. Ja, gut. Jetzt können wir schon mal ein bisschen. Bisschen beruhigter. In die Hütte nochmal einsteigen. Wir müssen ja den oberen Bereich noch absuchen. So, was sind noch Bretter? Die Bretter nehmen wir noch mit hier. Und jetzt nochmal hier rein. Oh, jetzt ging es immer besser als das letzte Mal. Gut. Was haben wir denn hier noch?
Pappteller. Brauchen wir die Pappteller? Ich glaub's nicht. Den Eimer nehmen wir aber noch mit hier. Den könnte ich nämlich noch gebrauchen. Was haben wir hier? Haben wir noch einen Farbkübel? Brauchen wir den? Nee. Den Generator, den kriegen wir nicht, das Schweißgerät. Wieso kriegen wir die Bild? Das Zeug jetzt hier nicht. So ein Quatsch. Farbpixel kriegen wir auch, die Bandage kriegen wir nicht. Oh, das ist das leidliche Thema bei dem Kollegen. Eins kriegst du, das nächste Mal kriegst du es wieder nicht. Hier oben ist nichts weiter. Sehen wir hier noch irgendwas? Nee. Und da haben wir jetzt ja so einen Aufstand gemacht wegen der einen Farbpixel. Naja, gut. Dann nützt ja nichts. So. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Na komm, zieh zu, dass du hier durchkommst. So, Gott. Hier drüben, das Gebäude haben wir doch durchsucht. Haben wir noch ein Gebäude hier? Ne, das dürfte es jetzt gewesen sein. Mehr haben wir ja hier nicht. Die Silos haben wir ja nicht, da kommen wir ja nicht rauf. Da drüben ist der... Naja, gut. Da verschwinden wir hier, würde ich sagen. Da steigen wir mal ein, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier noch hinkommen. Hier müssten wir ja wieder vor auf die Straße kommen. Ne, ja, da kommen wir jetzt erstmal hier oben in das Haus noch rein. Das kontrollieren wir jetzt nochmal, ja? Hier sind auf alle Fälle mal noch Autos. Die wir vielleicht noch abzapfen können. Oh, habt ihr das gesehen? Wie die Karre losrast. Das ist nicht normal, ehrlich. Gut, steig jetzt hier aus. Motor aus, aussteigen. Hier ist aber nichts drin. Die alte Karre, da ist nichts zu finden. Na, das sieht aber auch nicht so sehr berauschend aus hier drinnen. Oh, hier haben wir noch eine Kaschi gefunden. Schneidebrettel, das kriegt man aber nicht. Brauche ich nicht. Hier haben wir noch eine Büchse Erdbeeren, die nehmen wir auch mit. Her damit. Die Pfanne, können wir uns mal ein Steak braten. Und hier haben wir noch eine Flasche für unseren Flammenwerfer. Hier haben wir noch eine Dose. Eine Kette für die Kettensäge. Den Sessel, ne, der ist süß auch abgeranzt, den haben wir nicht mit. Das, mehr ist es ja hier nichts, mehr findet man ja hier nicht mit. Das soll alles gewesen sein hier. Nicht auskommen. So, das Sägewerk wäre jetzt dann, ich sag's mal, zur Geschichte. Natürlich gehen wir da nochmal runter. Da findet man immer noch mal was, das ist ja logisch. Aber gut, jetzt schauen wir uns nochmal das Auto an. Ob da noch was hinten drin ist. Oh ja, das können wir noch mal alles mitnehmen. Zucker. Und das machen wir auch noch auf. Schauen wir mal, ob noch was im Handschuhfach ist. Da ist nichts. Hinter den Blenden ist sowieso nichts. So. Und was haben wir hier? 5,53 Liter Sprit. Alles klar. Schauen wir mal in unserem Carry. Will Tank, ne, will Gas kennen. Alles klar, das hätten wir jetzt auch erledigt. Gut, den schaffen wir jetzt gleich mal aufs Auto. Hier vor müsste es eigentlich jetzt auf die Straße gehen und da schauen wir gleich mal. So, mal sehen, wenn ich den jetzt hier, den drehen wir mal. Warum geht er nicht zu drehen?
Ach, geht's. Rummer. Ach, ist wieder runter. Hat eine neue Flasche dran gemacht. Naja, gut, alles klar. Gut. Wie viel hat man der alten noch drin? 0,8 Liter. Gut. Das war zwar nicht mit Absicht, dass wir hier auf R drücken. Wie dreht man überhaupt? Doch mit Q. Mit Q und T. Hm? Ja. So, alles klar. F. Hier rein. Schmeiß die Karre an. Hier dieses Umspannwerk, das können wir uns noch anschauen. Aber da werden wir, glaube ich, auch nicht sehr viel finden, aber das ist egal. Wir fahren jetzt mal, wir stellen mal das Auto nice auf die Straße hier. Ist das unsere Straße, wo wir immer lang gefahren sind? Geht auch in die andere Richtung, oder? Nee, nee, das geht schon, ist schon richtig. Wir müssen bloß vorne um die Kurve rum, alles klar. Aussteigen, da schauen wir jetzt. Wir räumen nochmal fix was aus, was wir hier noch drin haben. Das räumen wir alles raus. Das Feuerholz, die Eimer. Feuerholz habe ich gesagt. Eimer, die Bretter. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, hier ist Fleisch drin. Die Kashi. Radpfanne, die halbleeren Kanister für oder Kartuschen fürs für den Flammenwerfer räumen wir auch aus. Zucker, Tabletten, Bose und den Apfel, den essen wir gleich nochmal. Aber was zu trinken habe ich irgendwie wieder nicht dabei. Da müssen wir uns eine Flasche Bose nennen. Ein Boulder. Was ist denn jetzt? Das geht es mit Regnen los oder was? Ah! Gut, wir laufen auch noch mal hier vor an das Umspannwerk. Das schauen wir uns jetzt noch mal an. Ob wir da noch irgendwas Gescheites finden. Hier ist ein Auto, hat aber keine Räder, nichts dran. Gut. Was ist denn das? Hagelschauer oder was? Ne, das sieht ja nicht noch was aus, dass wir hier noch was tun. Ah ja, es muss ja wieder mal gewittern. Muss ja wieder mal krachen. Nee, hier, das ist, kannst du vergessen, hier findest du nichts. Alles klar, da hauen wir ab hier, da fahren wir doch lieber nach Hause. Upf, komm. Einsteigen in deine Karre. Ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung. Gut, F. Einsteigen. Licht brauchen wir nicht. Ja, hier vorne ist der Tunnel. So, na, dann fahren wir erstmal nach Hause, meine Freunde. Und naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Inzwischen denke ich mir, werde ich mal die Base ein bisschen aufgeräumt haben. So. Hier hoch. Und da wir jetzt ja den schönen Flammenwerfer haben, werden wir mal. Ich glaube, in der übernächsten Folge, werden wir uns mal das Hotel hier vorknüpfen. Und da ist doch wohl, glaube ich, auch dieser Dicke drin, der hier seinen grünen Zapper verspritzt. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt sind ja die Band, aber da fahren wir einfach mal durch. Da donnern wir jetzt hier durch. Die kennen uns mal
Ansonsten machen wir sie mit dem Flammenwerfer weg. So, alles klar, meine Freunde. Ich bin schon fast zu Hause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag dann mal tschüss.